Wenn ich mich nicht um sie kümmere, tut Sarah sich was an? Das sagst du mir natürlich nur als ihr Arzt, richtig? Ich bitte dich, Gregor, ich meine das wirklich ernst. Ja, dann geh doch zu ihr und kümmere dich um sie. In Doktorspielchen habt ihr ein bisschen Erfahrung. Oder macht ihr das jetzt, wo ich Bescheid weiß, keinen Spaß mehr, hm? Hör zu, ich verstehe ja, dass du... Was? Was verstehst du denn? Dass ich keinen Bock habe, mich um sie zu kümmern? Weil ich einfach nicht sage, okay, vergiss es. Vergiss einfach mal, dass ihr beide miteinander gesprochen habt. Was ist? Das bringt doch nichts. Du hast deine Frau auf dem Gewissen, aber willst mir sagen, wie ich mit meiner umzugehen habe? Gregor, bitte, wenn Leonard Sarah helfen könnte, dann wäre er nicht zu dir gekommen. Aber sie will es einfach nicht. Da steht sie also nur auf heimlichen Sex mit dir. Sie braucht dich. Mich hätte sie haben können, aber sie wollte diesen Bastard. Sarah weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat und sie bereut es auch ganz schrecklich. Aber es ist doch nicht richtig, dass sie sich für alles die Schuld gibt. Gregor, bitte, sie leidet wahnsinnig. Es ist noch gar nicht lange her, da hat sie ihr Kind verloren. Euer Kind. Und ihre verletzte Hand, die ist noch lange nicht in Ordnung. Aber sie will einfach nichts dafür tun, dass es besser wird. Gregor, auch wenn es dir schwerfällt, du bist der Einzige, der Sarah noch helfen kann. Bitte, sie wird sonst vielleicht nie wieder Klavier spielen können. Raus. Ist dir Sarah wirklich so egal? Raus hier aber schnell! Was glaubt Leonard, wer er ist? Kommt her zu mir und macht einen auf Therapeuten. Dabei ist Sarah für mich erledigt. Gregor, ich kann verstehen, dass du Leonard am liebsten eine reinhauen willst, aber... Was? Weißt du noch damals an deinem Geburtstag, als Papa mal wieder pleite war? Ja, das weiß ich noch, aber wundert mich, dass du dich daran erinnern kannst. Damals warst du eine Wurst, höchstens fünf. Hm. Und du hast geflennt wie eine kleine Wurst. Ich hab niemals geflennt. Auf jeden Fall hast du den ganzen Tag nicht mehr mit ihm geredet, war eine tolle Stimmung. Bei mir wohl am allermeisten. Aber er hat dir damals versprochen, zu Weihnachten bekommst du die tollste Autorennbahn aller Zeiten. Und was kam? Der Gerichtsvollzieher hat überall seinen Kuckuck draufgeklebt. Dann war die Bahn für mich gestorben. Ja, aber du hast sie bekommen. Und was hat Papa damals zu dir gesagt? So ein Mann, es gibt nichts Schlimmeres, als sein Versprechen nicht zu halten. Er hat einmal sein Versprechen gehalten. Das war am schönsten. Wie kommst du denn jetzt überhaupt drauf? In guten wie in schlechten Zeiten, Gregor, das hast du Sarah versprochen. Und noch seid ihr verheiratet. Was ist denn mit ihrem Treueschwur? Ja, okay, es war vielleicht unterste Kategorie. Aber willst du jetzt daran schuld sein, dass sie nie wieder Klavier spielen kann? Man, bei jedem Konzert hast du sie unterstützt und gerade jetzt willst du zuschauen, wie sie sich ihre Zukunft versaut?